Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in der Nähe unseres Güterbahnhofs, der ja noch relativ neu ist. Und hier habe ich ja gesagt, hier möchte ich noch etwas machen mit Zügen, weil jetzt ist mal wieder Zeit für Züge. Wir haben jetzt Flugzeuge gehabt und Autobahn. Jetzt muss auch mal wieder diese Spezies drankommen, würde ich sagen. Gut, jetzt haben wir aber noch zwei, drei Sachen, die wir machen müssen. Erstens Pause, damit wir hier fliegen können, nämlich nach Norddeich, das ist nicht mal allzu weit. Hier hieß es, dass die Reisebusse plötzlich nicht mehr die Autobahn nutzen. Ja, das sind mir ja Vögel, was soll das denn? Da waren wir so eine schöne Autobahn und nachher, ja, fahren sie nicht mehr drauf. Wir werden mal gucken. Linie, Reisebusse, wäre das Reisebusse Norddeich, müssten wir irgendwo haben. Oder irgendwas ähnliches, was so ähnlich heißt. Ich kann ja hier mal auf Bus gehen, da haben wir sie ja schon. Wenn wir hier mal klicken. Ja, also ich weiß auch nicht, was sollen wir mit euch noch machen? Was soll das denn? Die sollen die Autobahn nutzen. Jetzt muss ich aber mal gucken. Die fahren von Norddeich nach Erlikheim. Erlikheim wäre... Nee, das ist Kolka. Die fahren mitten durchs Kaff durch. Okay, das hier vorne, das ist Erlikheim. Die sollen hier lang. Also, da müssen wir hier tatsächlich mal noch ein, zwei Wegpunkte hinsetzen. Dann machen wir das doch gleich einmal hier. Wegpunkte. Nein, hier sind die Wegpunkte. Einmal Tafel. Zack, zack. So, und dann nötigen wir die einfach dazu. Also, von Norddeich nach Erlikheim wäre dann in diese Richtung. Norddeich-Erlikheim, das müsste eigentlich soweit passen. Und dann zurück, bitte hier lang. Halt, man müsste aktiviert lassen, dann geht's besser. So, und schon nutzen sie wieder die Autobahn. Danke für diesen Hinweis. Das ist etwas, das kann man natürlich nicht sehen, wenn man spielt. Also man kann es schon sehen, aber da muss man das aus den Augenwinkeln sehen. Deswegen einmal mehr, danke vielmal. Oder vielen Dank, so rum, danke vielmal. Ist ein bisschen sehr schweizerdeutsch. Vielen Dank für diese Hinweise, denn ja, ohne geht's nicht. Das hätten wir nie wieder rausgefunden. Irgendwann hätten wir uns dann wahrscheinlich gewundert, warum hier keine Reisebusse mehr fahren, wo sie doch sonst früher hier andauernd lang getuckert sind. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch... Warum du eine Strecke Bus Unzenberg heißt, wohl ob das... Moment, Moment. Ach so, das ist das, genau. Warum heißt eine Strecke Bus Unzenberg, obwohl das ein Zug ist? Das ist eine gute Frage. Da würde ich sagen, gehen wir mal gucken, warum das so ist. Ich weiß es auch nicht. Unzenberg. Moment, hier oben. So, mal runternehmen und dann gehen wir mal schauen, warum hier ein Bus Unzenberg oder eine Linie Bus Unzenberg heißt. Wenn das Züge sind, da brauchen wir mal wieder alle. Bus Unzenberg wäre das. Das sind aber keine Züge. Das sind definitiv keine Züge. Das sind Saurer Duke 5 Personengüteranhänger Busse. Oder haben wir hier noch was? Nein, da musst du dich verguckt haben. Vielleicht hat man im Video nicht genau gesehen, wo das aufhört und anfängt. Und du dachtest, dass das hier auch noch in diesem Bereich gehört. Das ist aber nicht so. Nein, nein, das passt. Gut, hätte mich auch gewundert, aber es gibt ja nichts, das es nicht gibt. Also von daher hätte es auch sein können. Was haben wir noch? In Schaffhausen Ost ist ein Tunnel mit drei Linien bestückt sozusagen. Das möchte ich mir natürlich auch ansehen. Schaffhausen haben wir hier. Jetzt bräuchten wir Schaffhausen Ost. Schaffhausen Güterbahnhof, Schaffhausen Haltepunkt. Welches ist hier Schaffhausen Ost? Linien aufrufen. Schaffhausen, Schaffhausen. Hier haben wir doch ein paar Linien, sehe ich gerade. Schaffhausen Ost. So was haben wir gar nicht. Ein Tunnel, wo drei Linien dasselbe Gleis benutzen. Achtung, steht da noch. Ich sehe hier tatsächlich keinen. Wobei, das könnte natürlich ein Bahnhof sein. Moment, da müssen wir das anders machen. Nicht die Industrien, sondern hier Depot. Nein. Ich bräuchte... Die Haltestellen, da haben wir sie doch. Also Schaffhausen Ost. Hier kann man leider nicht aufs Auge klicken, da muss man tatsächlich scrollen. Aber Schaffhausen sollte ja in der nützlicher Frist zu finden sein. Hoffe ich mal. Ich bin mich das ja gewohnt, hier das Gescrolle. Schaffhausen Ost, da haben wir das tatsächlich. Gehen wir mal hin. Ach, das ist unser Güterbahnhof. Okay, wenn wir jetzt die Linien aufrufen, sehen wir. Ja, so ganz... Ja, jetzt habe ich sie wieder zugemacht. Moment, machen wir sie wieder auf. So ganz machen die, glaube ich, tatsächlich nicht, was sie sollen. Warum teilen die sich hier ein Gleis, wenn wir hier in der Mitte nochmal ein Gleis haben? Hier stimmt's dann wieder. Wie geht das denn? Haben wir hier eine Weiche drin? Ja, wahrscheinlich ja. Anders geht's gar nicht.
Deswegen fahren die hier rein. Okay, da müsste man mit Wegpunkten was machen. Aber ich würde sagen, das können wir lassen. Denn ob die jetzt hier im Tunnel aufs richtige Gleis gehen oder hier vorm Tunnel, das sind ein paar Meter. Das ist irgendwo hier in diesem Bereich, wo sie dann rübergehen. Das können wir lassen. Ich dachte zuerst, dass alle drei irgendwie das gleiche Gleis nutzen. Dem ist aber zum Glück nicht so. Also von daher passt das schon. Gut, aber natürlich auch ihr Danke für den Hinweis. Das muss man erstmal sehen. Dann kam, jetzt fehlen nur noch die Luftkissenboote. Das ist absolut richtig. Mit Booten wollten wir ja schon lange mal was machen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal. Wir können die Warenlinie da hinten jederzeit machen. Schiffe. Habe ich Boote gesagt? Ja, ich meine Schiffe. Warum nicht mal? Also was hat fehlt? Eben dieses Luftkissenboot. Und was auch fehlt, sind diese Mods, wo man die Schiffe freisetzen kann. Kommen wir hier noch unten durch mit einem Schiff? Nee, aber das wollen wir ja auch gar nicht. Hier hinten ist eigentlich... doch, hier ist auch ein Hafen. Naja, gut. Irgendwie die Schiffe fahren, dann müsste eigentlich passen. Ich gucke jetzt aber sicherheitshalber trotzdem nochmal. Schiffbare Gewässer. Ja, grüner geht's nicht. Also das passt. Gut. Warum nicht ein Luftkissenboot von hier nach... Vielleicht sogar eine neue Strecke. Haben die hier einen Hafen? Die haben eigentlich gar keinen Hafen hier in Zella. Sehe ich das richtig oder haben sie den gut versteckt? Nee, hier ist kein Hafen. Dann würde ich sagen, wir machen hier noch einen Hafen hin. Und dann gibt das eine Verbindung mit Luftkissenbooten nach Weißwasser. Also einmal Hafen, haben wir auch schon länger nicht mehr gebaut. Gibt es da was Neues? Nein. Das fehlt ein bisschen so. Gemoddete Häfen, das wäre auch mal noch eine Idee. Dass die noch ein bisschen anders aussehen. Das ist aber falsch rum. Wenn, dann müssten wir es so haben. Und wo machen wir dich jetzt hin? Irgendwo, wo wir ein bisschen Platz haben, sodass die Schiffe trotzdem noch vorbeikommen. Das wäre dann plus minus so. Gefällt mir jetzt von der Optik her nicht besonders. Hier haben wir aber keinen Platz. Hier vorne müssen sie ein bisschen weiter fahren. Das kann aber nicht die Idee sein. Die sollen ja fahren. Auf der Seite, Moment, hier haben wir ja auch noch Städtchen. Da haben wir wahrscheinlich noch nicht mal eine Busverbindung. Das wäre doch was. Wisst ihr was, wir machen den hier hin. Möglichst nah hier ran. Zack, bestens. Jetzt bräuchten wir natürlich ein Sträßchen. Mal gucken, was wir da nehmen. Mal mit der hier schauen. Ja, die ist eigentlich perfekt und die geht da wunderbar gerade rein. Und schon hätten wir das angeschlossen. Dann können wir hier noch eine Bushaltestelle machen. Die werden eh begeistert sein, wenn sie hier dann auch noch Busse kriegen. Denn man sieht auch die hier. Die sind ordentlich gut unterwegs hier in Sachen Autos. Jetzt machen wir aber erstmal diese Schiffslinie von hier, Zella Süd, nach, was haben wir gesagt, hier vorne. Das ist dann nicht allzu weit. Oder sollen wir sie noch weiterziehen? Wir ziehen sie noch weiter. Wir gehen hier hin und denn hier fährt nur unsere Titanic hier runter. Da können wir durchaus auch noch ein paar Luftkissenboote gebrauchen. Hat das funktioniert hier? Jawohl, Weißwasser. Und dann wieder von Weißwasser nach Zella. Das müssen wir nicht mehr eintragen, sonst drehen sie hier. Gut, das wäre dann zack hier weg. Und das ist dann Luftkissenboot, Zella nach Weißwasser. Beziehungsweise stimmt nicht mal, das wäre nach Ehrlichheim. Machen wir doch so Weiß. Jawohl, einmal Enter klicken, dann haben wir es perfekt. Nein, Blödsinn. Ich muss es nochmal erwischen. Ah, Frickel, Frickel, Weißwasser. Jetzt haben wir es. Und dann Ehrlichheim. Passt. Haben wir irgendwo ein... nicht ein Depot, sondern eine Werft. Müssen wir mal gucken. Hier vorne. Ne, hier sehe ich nichts. Dann starten wir doch mal hier hinten. Ich glaube, hier haben wir eine Werft. Genau, das sehen wir sie auch. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Schiffe nicht mal mehr. Doch, irgendwo müssen die sein. Haben wir das Teil auch schon? Nein, wisst ihr was? Wir können ja mehrere rauf machen. Wir machen mal zwei solche und drei Luftkissenboote. So, Linie zuweisen. Das wäre dann Luftkissenboot Zella. Gut, jetzt heißt die Linie natürlich ein bisschen komisch, wenn darauf nicht nur Luftkissenboote verkehren. Das ist aber dahingehend egal, weil der Fahrzeugersatz dann natürlich sowieso irgendwann das Ganze ersetzt und dann nehme ich dann die Luftkissenboote. Aber so haben wir die eben auch mal noch. Und jetzt mitfahren, das können wir uns tatsächlich schenken, denn das ist halt einfach egal, mit welchem Schiff man fährt, diese Perspektive. Das haben wir schon mal gehabt. Und ja, das ist jetzt irgendwie mäßig interessant, jetzt hier rumzukommen.
ist zwar cool da vorne mit der Titanic, aber nein, das lassen wir mal. Ich gucke mir die lieber von außen an, auch das Luftkissenboot natürlich noch. Ja, nett. Und die Teile, die sehen dann so aus. Auch schön. Auch sehr nett. Sieht es hier anders aus? Nein, das sieht genau gleich aus wahrscheinlich, wenn wir hier reingehen. Ja, ja, ist die gleiche Perspektive. Aber hier in den Hafen rein könnten wir eigentlich noch schnell. Das, ah, schade, er fährt nicht mal rein. Sondern er fährt hier lang. Ja, okay, gut. Aber jetzt Thema Mods, platzierbare Mods. Wo machen wir das am besten? Vielleicht sogar in Hamburg vorne. Das ist eigentlich die Stadt, ja, die da am prädestiniertesten wäre. Wir machen mal nochmal Pause, sonst haben wir hier gleich wieder Stillstand. Hier haben wir den Personenhafen, hier haben wir einen Güterhafen. Da vorne haben wir nochmal einen Güterhafen. Wir schauen mal, was wir an Schiffen haben und wie wir das jetzt hier machen. Das dürfte aber schon cool sein, wenn hier natürlich noch ein paar Schiffe anlegen. Das hier noch entsprechend bemalen. Wisst ihr was, das machen wir gleich mal als erstes. Und nicht vergessen, dass ich eigentlich noch was mit Waren machen wollte, mit Zügen. Nein, vergesse ich nicht. Was machen wir hier? Asphalt oder... ich bin ja ein Fan von Kopfsteinpflaster. Da hieß es eben bei Baustellen, ist das nicht unbedingt so, ja, normal, weil das aufwendig ist zu legen natürlich. Aber hier, so im Hafen unten, kann man das, denke ich, schon relativ gut machen. Der Hafen hat ja Bestand. Der wird ja irgendwie nicht gleich wieder irgendwie dem Erdboden platt gemacht, wie eine Baustelle, wenn dann die Sachen fertig sind. Und daher, denke ich, kann man das machen. Und das machen wir jetzt eben, damit wir dann irgendwie die Schiffe hier hinstellen können und das ein bisschen nach was aussieht. Denn ja, wie soll ich sagen, die ankern ja nicht irgendwie vor einer Wiese. So, das kann man hier auch noch ein bisschen dichter beplätteln. So, hier noch, hier fehlt noch ein bisschen, wenn man dann ein bisschen näher rangeht. Und hier hinten fehlt hier noch ein bisschen was. Das hier machen wir gleich auch noch. Dann sieht dieser Bereich hier nämlich auch relativ nett aus. So, hier noch bis dahin. Und okay, das hätten wir jetzt, die Schiffe. Da brauche ich aber eh wieder die Mods, da hätte ich nicht mal zumachen müssen. Wo haben wir die denn? Frei platzierbare Schiffe. Das müsste doch irgendwie hier zu finden sein. Das sind definitiv keine Schiffe. Haben wir die weiter oben? Semitrailer. Nein, nein, nein. Die Brücke. Nein. Nein. Ach, du grüne Neune. Ich dachte, die findet man relativ schnell. Oder sind die hier bei dem anderen Reiter? Wir werden es gleich rausfinden. Ja, hier sind sie nicht. Haben wir die tatsächlich hier? Das kann ich fast nicht glauben. Wir gucken mal. Gucken wir auf diese Art und Weise. Da könnte man hier natürlich sogar noch ein Gebäude hinstellen. Hier haben wir noch den Wasserturm Borken. Den werden wir jetzt tatsächlich auch noch verwenden, wenn wir schon gerade mal hier in Hamburg sind. Ich weiß, der ist aus Borken, der gehört nicht nach Hamburg, aber wir haben hier auf der Map kein Borken, also nehmen wir ihn für Hamburg. So, wo passt du hin? Irgendwo, wo der vom Bahnhof aus zu sehen ist, zum Beispiel hier, das wäre doch hier klasse. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber der Turm müsste irgendwie näher am Wasser sein, er müsste näher am Bahnhof sein, darum geht es ja nicht, sondern es geht um die Optik. Wenn man hier so lang kommt, hier in Hamburg, doch, doch, das passt. Sehr schön. Wollte ich jetzt aber gar nicht. Ich wollte eigentlich Schiffchen haben. Nochmal gucken. Wo sind die? Hier auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Ach, die Train-Wash-Machine. Die haben wir auch hier unten installiert. Genau. Aber dann sind sie eben doch hier. Die Frage ist halt, wo? Ja, dann machen wir das ganz einfach. Wir nehmen mal alles und cruisen hier mal durch. Und dann werden wir sie finden. Irgendwo tauchen dann urplötzlich Schiffe auf. Moment, bevor wir das machen, wisst ihr was, wenn wir jetzt hier sowieso Kopfsteinpflaster haben, dann stellen wir hier doch auch noch ein, zwei solche Aufleger hin. Wir haben zwar keine Straße, aber irgendwie passen die definitiv hier hin, wenn man hier noch Schiffe hat. Moment, die Höhe ist eigentlich... Ja, eben, die fliegen ein bisschen. Wenn wir hier plus 30 machen, das bringt natürlich gar nichts. Das ist ja dann noch höher. Wenn dann auf dem Ground. Warum sehen die alle gleich aus? Jetzt haben wir nichts mehr drauf. Ja, der sieht ein bisschen anders aus. Haben wir nicht noch was anderes hier? Den zum Beispiel. Ja. Okay, du kommst hier hin. Ja,
Das Fliegen stört mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber da kann man nicht viel machen. Hier ist es halt uneben. Das sieht man von hier nicht mehr. Gut. Wieder zurück. Ich suche immer noch meine Schiffe. Irgendwo haben wir sie. Da könnte man natürlich hier mit einer Bank und mit... Ach, man könnte so viel machen. Es ist... Es ist eine endlose Geschichte. Man kann natürlich jede Ecke der Map irgendwie mit Tonnen von Werbeschildern und so vollpacken. Das sieht dann einfach klasse aus. Da braucht man aber auch ein bisschen die Zeit dazu natürlich. So, jetzt sind wir hier wieder bei unserem Malkasten. Wehe, wenn jetzt... Ah, da sind sie doch. Ich wollte gerade schimpfen. Passagierschiffe. Ah, sehr nett. Schaffhausen. Ja, das sind die ganzen Dinger. Zustand kalt heißt... natürlich, dass sie ohne Motor sind. Hier würde der Motor laufen und abgetakelt haben wir dann auch noch. Das heißt, die haben hier ein bisschen Schieflage. Das finde ich ehrlich gesagt besonders nett. Machen wir doch hier irgendwie noch so einen Kollegen in Schieflage hin. Aber nicht in Hovercraft, sondern irgendwie was Größeres hätte ich gerne. Die. Die ist halt irgendwie, ja, die ist kaputt gegangen. Das kommt in den besten Schiffsfamilien vor. Höhe. Oh, Seitenneigung kann man auch noch einstellen. Das müssen wir mal testen. Aha, das ist in die andere Richtung. Wenn wir hier eine Zahl, oder Moment, hier. Ja, viel mehr kann man, glaube ich, nicht einstellen. Aber kann man das noch, das könnte man natürlich versenken, wenn man die Höhe ändert. Jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen hier basteln. Kriegen wir das unter Wasser? Ja. Das ist nicht direkt unter Wasser. Ah, schade, da müsste es eine Minuszahl haben. Die Längsneigung haben wir hier auch noch. Okay. Ja. Das wäre dann so. Wenn wir hier das Maximum haben. Ja, das sieht dann relativ defekt aus, das Ganze. Aber ich möchte hier ehrlich gesagt nicht alles mit abgetakelten Schiffen vollstellen. Das soll ja eigentlich auch eher ein Hafen sein, der eben noch in Betrieb ist. Deswegen nicht abgetakelt, sondern kalt. Eine Neigung in dem Sinn brauchen wir nicht. Okay. Höhe über Grund. Ja, die sollen schon, wenn es irgendwie geht, im Wasser sein. Also schwimmen. Wie das Schiffe so machen normalerweise. Und dann haben wir hier im Prinzip einfach ja, einen Hafen, wo die Schiffe warten, bis sie wieder drankommen. Das wären wir einmal hier. Jetzt nehmen wir mal alles, was wir hier finden natürlich. So, Dampfschiff. Oh. Jetzt habe ich es aber versenkt. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ja, okay, das ist natürlich, ja, der Vandalismus, man kennt's. Da ist tatsächlich zwischendrin mal noch eins untergegangen. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Hier ist eigentlich nichts eingestellt von wegen Höhe und so weiter. Naja, egal, das nehmen wir jetzt, wie es ist. Denn irgendwie ist das eh nett. Graf Zeppelin, das ist eher was Größeres. Du kommst mal hier hin. Nein, das war nix. Das soll natürlich hier nicht verschwinden da drin. Sondern da müssen wir ein bisschen weiter raus. Warum nicht mal drehen? Dass es abfahrbereit ist. Zack. Hier hin. Das ist zu weit unten. Ja, wo gibt es denn sowas? Warum sind die jetzt plötzlich alle zu weit unten? Jetzt muss ich tatsächlich hier nochmal gucken. Adjustierung der Höhe. Null. Das ist irgendwie unter Wasser. Höhe über Grund. 0,0. Das müsste doch eigentlich passen. Die Neigung. Ja, und so fliegt's. Das ist natürlich doof. So geht's unter. Warum das denn? Wie kann denn das Schiff... Ich meine, hier ist es eben. Also entweder oder. Chrom in dem Sinn kann das ja nicht sein. Wir sind hier auf 0. Ich kontrolliere das nochmal. Tatsächlich, so geht's tatsächlich unter. Adjustierung der Höhe. Das ist noch tricky dafür, dass man die eigentlich noch hinstellen möchte. Jetzt passiert gar nichts mehr. Adjustierung der Höhe. Was passiert, wenn ich so mache? Dann ist es unter Wasser. Wenn ich so mache mit einer 2. Ist es eigentlich immer noch unter Wasser, wenn man es genau nimmt. Jetzt bessert es, glaube ich, langsam. So ist es zu hoch. Das können wir mal lassen. Ja, jetzt. Das müsste doch eigentlich passen. So, mal gucken. Ich möchte noch Waren machen. Habe ich das schon gesagt? Ja, jetzt ist aber tipptopp. Jetzt kann man hier nämlich einsteigen. Und hier vorne ist das Ganze immer noch im Wasser drin.
Gut, ein, zwei Schiffe machen wir noch, weil wir die gerade am Haken haben. Vielleicht noch ein Frachter oder so, der würde natürlich dann eher hier hinten hingehören. Und wir sollten den so hinstellen, dass er nicht im Weg ist. So, einmal hier, hier der Kollege und hier nochmal der Kollege. Von der Höhe her passt das ungefähr, sind vielleicht eine Spur zu hoch. Kalt ist okay. Haben wir hier auch noch verschiedene? Jawohl. Ja, das Teil, das sieht natürlich auch relativ cool aus. Das machen wir mal hier noch hin. Jetzt muss ich aber da nochmal gucken. Doch, doch, von der Höhe her passt das. Gehen wir nochmal raus. Das Ganze ein bisschen sanfter drehen, damit das hier tatsächlich ein bisschen da dran ist. Hier der Kollege. Hier unter der Brücke gleich nochmal. So, das sieht nämlich bestimmt cool aus, wenn man dann dran vorbei düst mit den anderen Schiffen. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, das Teil ist natürlich auch relativ cool. Dann machen wir hier mal alles voll, würde ich sagen, mit parkierten Schiffen. So, nochmal gerne ein anderes. Vandul. Ja, kann man auch noch. Dann mal einmal drehen. So, und du kommst noch hier an den Rand hin. Zack, bestens. Wie sieht das jetzt aus? Relativ, ja, dicht besiedelt das Ganze. Das sind die Fahnenschiffe, das sind die stehenden. Da könnte man jetzt eben natürlich hier noch eine Straße lang ziehen, noch ein paar LKWs hinmachen, Laderampen hier rausziehen. Das könnte man alles machen. Das wird mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Dafür ist die Map einfach zu groß. Sowas müsste man mal machen. Man müsste mal eine kleinere Map starten und die dann sozusagen perfekt machen. Dass man eben sowas hier konstruiert und dann aber das Ganze abschließend konstruiert, eben hier mit Zufahrten, mit Gebäuden und so weiter, dass das so ein richtiger Hafen wird. Ich denke, für unsere Ansprüche müsste das jetzt mal fürs Erste reichen, dass wir hier ein paar Schiffe parkiert haben. Ich würde jetzt tatsächlich gerne zum Thema Hafen zum Thema Hafen, da waren wir gerade, Herr Heisenberg, hier zum Thema Warentransport zurückkommen. Und jetzt ist halt die Frage, wer braucht hier noch Waren? Wer hat noch keine Waren? Zeller hat, ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, das Spielchen, und irgendwie rausgefunden, dass eigentlich die meisten Städte tatsächlich schon mit Waren versorgt werden. Man könnte höchstens sagen, nicht zur Genüge, also dass man Unterstützung leisten könnte, dass wir noch ein bisschen mehr machen. Haben wir hier eine Linie, die nach Wien geht? Wahrscheinlich nicht. Ich mache mal kurz, ja, jetzt haben wir ein Lag, ich wollte mal kurz die Linien aufrufen. Weil, ja, Wien bekommt eigentlich Waren. Das ist so, aber... nee, hier haben wir... Moment, mit Zügen. Das reicht, Weißwasser, Wien. Das ist aber was anderes. Das ist der Kollege, der hier durchdüst mit seinen Stadlerkies. Kunststoff, Waren, Umkirch, Wolfsburg. Nee, haben wir nicht. Denn Wien hat Waren, aber sicherlich zu wenige. Da könnte man tatsächlich unterstützend wirken. Die kriegen die Waren von hier hinten kommend. Und es würde, ja 1%, es würde nicht schaden, wenn wir hier nochmal ein paar Züge hätten, die hier in den Güterbahnhof reindüsen. Wenn wir hier schauen, wir haben hier nämlich tatsächlich noch freie Gleise. Zum Beispiel die oder die oder die. Führen die schon irgendwo hin hier? Ja, die gehen dann hier rein und gehen dann da rein. Das könnte man also machen. Da müssten wir wahrscheinlich, behaupte ich mal, nicht mal allzu viele neue Gleise verlegen. Da müssten wir hier eigentlich problemlos reinkommen. Also wenn wir die Strecke hier nehmen, dann gehen wir hier rauf. Ja, es wird dann irgendwann eng mit den vielen Zügen, aber das würde eigentlich von der Richtung her ziemlich gut stimmen. Guck mal hier runter. Und dann gehen die hier an unserem Bahnhof vorbei und wir gehen geradeaus. Also dann müssen wir vielleicht 10 Meter Schiene bauen. Was ist denn das für eine Linie hier? Diese grüne, das ist diese Stadler-Kies-Linie. Okay. Da mit Güterzügen rauf, die ein bisschen langsamer sind. Ich würde das anders machen, dass wir stellenweise... Wir machen das jetzt mal so. Wir benutzen dieses Gleis, werden aber ab und an ein drittes und viertes Gleis haben und dann ab und an wieder zurück auf diese... Oder sollen wir durchgehend 4 Gleise machen hier? Warum nicht? Dann stören wir wenigstens unsere Stadler-Kies-Züge nicht. Wo gehen die denn hin? Moment, kann das sein, dass ich hier falsch geguckt habe? Ich muss mal nochmal schauen. Wir machen das mal nochmal weg. Also, was wollten wir? Das ist der falsche Bahnhof. Ach, der ist natürlich nicht vom Güterbahnhof her unterwegs. Doch, doch, das hat aber dann doch seine Richtigkeit. Ich brauche den Zug mal. Stadler Kies, das war dieser hellgrüne. Wo haben wir den denn jetzt?
Wien Hochbahn? Nö. Mal hier vorne nochmal schauen. Irgendwo müsste der gute Zug doch sein. Sag mal. Wo bist du hingekommen? Hier in dieses Gleis rein, haben wir doch gesagt. Und dann hier vorne. Und wo wird das dann zur grünen Linie? Ach, ich hab die falsche Linie erwischt. Wir müssten... Okay. Also, das sind ein bisschen viele Züge hier und ein bisschen viele Linien. Was wollen wir? Wir gucken nochmal. Ganz von vorne. Hier lang. Dann hier rein. Im Prinzip diese graue Linie. Okay, das wäre dann die Baumaterial-Linie. Okay, soviel zum Thema. Das ist nicht die Stadler-Kiss-Linie, sondern hier Baumaterial. Hier düsen aber auch schon wieder andere rum. Da sind noch ein paar andere Linien drauf. Da könnte man schon was machen. Hier runter. Und dann müssen wir darüber. Also entweder machen wir hier eine Kurve, dass wir von unten reingehen. Oder wir gehen hier oben rein. Ich würde eigentlich eher hier oben rein. Da müssten wir hier aber noch ein paar Gleise kreuzen. Kann man ja. Wir können auch hier raus. Dann hier lang anlegen und dann darüber. Oder wie machen wir das am besten? Naja, ich würde sagen, auf alle Fälle machen wir das, was ich zuerst gesagt habe, hier auch. Nämlich, dass wir hier weitere Gleise spendieren. Denn sonst, ja, sonst wird das wirklich zu viel. Hier haben wir sowieso schon so viel Verkehr. Das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Wir können ja mal schauen. Können wir hier vielleicht sogar die Brücke verbreitern? Wir gucken mal. Wir schmeißen uns jetzt hier direkt in Unkosten. Machen aber mal, ja, würde ich sagen, altes Gleis. Ich möchte hier keinen richtig schnellen Zug. Ich möchte hier einen schweren Zug haben. Stimmt das noch? Doch, das ist definitiv der Güterbahnhof. Im Prinzip könnten wir dann hier eigentlich weitergehen, wenn das funktionieren würde. Müssen wir anders machen. Brauchen wir diese Weiche? Eigentlich nicht. Die haben wir gemacht, weil wir nicht wussten, was wir hier später machen. Aber wir... Nee, das ist Käse. Da ist... das ist ein Pfosten. Da kommen wir sowieso nicht mit einem Gleis lang. Dann müssten wir zum Beispiel hier raus. So, okay. Da schauen wir jetzt aber erstmal, ob das überhaupt funktioniert mit einer weiteren Brücke. Das funktioniert. Und hier vorne haben wir dann das Problem... Da kommen wir wieder nicht mehr dran vorbei wahrscheinlich, weil hier die Brücke ist. Da müssen wir... Nee, das ist ein Damm, da können wir gar nichts machen. Nee, das geht nicht, okay. Und da können wir auch nicht ausweichen, weil eben, das ist ein Damm. Da müssten wir wieder in dieses Gleis rein. Das können wir aber. Dann machen wir das so, dass das hier einfach auf der Brücke, da wo es am teuersten ist, da machen wir eine Ausweichstrecke, nämlich eben auf der Brücke. So, Moment. Bitte hier rein. Dankeschön. Dann hätten wir das. Dann nehmen wir dich mit, gehen hier rüber und hier vorne gehen wir dann wieder in die Weiche rein. Da, wo wir dann müssen. So. Gekauft. Da müssen wir natürlich die ganzen Signale dann wieder ändern hier vorne. Da stimmt nichts mehr, wenn wir hier einen Zusatz haben. Und jetzt schauen wir mal, wie weit kommen wir hier, bevor wir dann tatsächlich rein müssen. Ja. Hier. Das heißt, wir gehen hier raus, wenn wir können. Nein, können wir nicht. Da müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorn. Geht auch nicht. Wir gehen noch ein bisschen weiter nach vorn. Kann ich hier tatsächlich nur bei diesen einzelnen Punkten? Ach, weil wir hier auch eine Weiche haben. Okay, wisst ihr was? Die Weiche, die ist natürlich dann fällig. Aber halt, ich kann nicht einfach eine Weiche abreißen, wenn hier eine Linie drauf fährt. Dann kommt die je nachdem nicht mehr hier rüber. Nee, das können wir nicht machen. Dann müssen wir halt später raus. Wo ist diese Weiche genau? Die ist hier. Das heißt, hier könnten wir raus. Sehe ich das richtig? Jawohl. Dann machen wir das doch. Das ist aber das falsche Gleis. Das müssten wir so machen. So, klappt auch. Und mit dir wollen wir noch hier rein. Und das klappt auch. Dann hätten wir den ersten Bereich. Haben die jetzt gleich mal den Kurs gewechselt? Jawohl, die fahren jetzt außen rum. Okay, das können wir natürlich dann immer noch regulieren, indem wir die mit Wegpunkten lotsen. Oder wir nehmen halt unsere neue Linie dann hier innen rum, das ist ja dann wirklich egal. Wer hier wo lang fährt, ist egal. Okay, und hier könnten wir aber wieder raus. Wir haben einen Tunnel. Kriegen wir dich hier lang? Ja, mit Sicherheit. Hier durchs Tunnel durch, das müsste doch klappen. Das klappt auch. Dann haben wir einfach in diesen Bereichen, wo wir halt gar nicht viergleisig verfahren können, haben wir dann solche Pufferzonen. Beziehungsweise das sind nicht Pufferzonen, sondern dann natürlich eher Störenfriede. das müssen wir irgendwie so machen. Das würde sogar klappen. Die Signale müssen wir komplett neu machen. Das funktioniert sonst nicht.
So, hier raus, hier rein. Ah, da haben wir ein Problem mit dem Portal. Das müsste aber trotzdem eigentlich irgendwie machbar sein. Nur hier erstmal das Gleis rüberziehen, dann verändert sich das Portal. Dann müssen wir jetzt doch eigentlich runterkommen. Kommen wir auch. Aber zu wenig schön gebogen. Das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass das Gleis irgendwie hier angelegt ist. Das ist eine zu krasse Kurve. Okay, geht nicht. Gut, dann machen wir dich halt ein bisschen separat. Du dockst ja dann hier hinten dann. Beziehungsweise, was mache ich denn? Wir müssen ja hier rein. Was erzähle ich denn? Jetzt wollte ich schon wieder 4 Gleise machen. Vor lauter... ja, ich möchte 4 Gleise haben. Nee, so müssen wir es machen. Sonst kommen wir da nicht an dem Pfeiler vorbei. Okay, dann haben wir die 4 Gleise hier. Jetzt ziehen wir das mal ganz frech so weit mit, wie wir können. Das wäre bis hierhin. So, da haben wir Glück, dass der Pfeiler nicht im Weg ist. Da ist die Brücke gnädiger von der Pfeilervergabe her. Okay, nach hier vorne. Und dann hier unten durch. Da sehen wir schon wieder, da haben wir dann wieder Pfeiler. Hier hinten könnten wir wieder viergleisig werden. Jetzt würde ich aber sagen, wenn man das Ganze so, dass wir schon mal rüber wechseln. Können wir das irgendwo hier rauf? Das würde gehen. Aber dann ist hier der Damm im Weg. Nee, das geht nicht. Wir müssen hier vorne dann wechseln. Je nachdem machen wir hier Weichen. Oder wenn es irgendwie funktioniert, eine Brücke zum Beispiel. Ja, das würde sogar klappen, dass wir das so machen. Jetzt aber bitte nicht abstürzen. Ich habe es noch nie mal gebaut. Das ist nur ein Plan. Gut, das würde klappen. Da müssen wir hier in diese Gleise reinkommen. Können wir das irgendwie? Wo sind wir stehen geblieben? Hier unten müsste das gewesen sein. Da ist die graue Linie, wo sind wir denn mit Bauen stehen geblieben? Hier vorne. Also, dass wir hier lang gehen, hier rüber und dann irgendwie da rauf. Das heißt, wir müssten in diese Gleise rein. Das heißt, wir müssten hier quer rüber. Das ist im Endeffekt fast noch komplizierter als das, was wir ursprünglich wollten. Was wir jetzt aber sicher müssen, ist hier ein bisschen rausgehen, damit wir an dem Pfeiler vorbeikommen oder alternativ, dass wir hier wieder die bestehenden Gleise nutzen. Das würde mir aber gar nicht gefallen, denn hier haben wir eine Kreuzung. Da kommen von hier Züge. Da müssen wir jetzt nicht auch noch eine weitere Weiche machen, wo dann die nächsten Züge stehen. Deswegen machen wir das ab hier eher ein bisschen separat, dass wir da lang kommen. Hier unten durch, genau, nämlich so. Und da vorne könnten wir eigentlich wieder ins Gleis rein. Wenn wir es so machen. Und dann sind wir hier, da müssen wir dann wieder vom Gleis weg. Oder wir bauen das jetzt halt ein bisschen vom Gleis weg versetzt. Dann kriege ich natürlich die Kurve nicht hin. Müssten wir das so machen. Da sollen wir nochmal rangehen und hier wieder raus. Das ist dann eine riesen Kurvenfahrt. Wir machen das mal so, dass das parallel ist. Parallel wäre es plus minus etwa so, würde ich sagen. Funktioniert interessanterweise immer noch. Jetzt müssen wir aber natürlich auch gucken, das zweite Gleis funktioniert so dann wieder nicht mehr. Wir dürfen uns ja nicht selber ärgern und uns den Weg zubauen. Also müssen wir es so bauen, dass wir mit dem zweiten Gleis sicher dran vorbeikommen. Machen wir. Bahnübergänge werden wir dann gleich auch noch kontrollieren. Können wir aber auch im Schluss machen. Ja, jetzt komme ich hier nicht rein wegen diesem Gleis hier. Das habe ich fast befürchtet. Okay, ganz klar. Kommt weg. Wir könnten hier ja theoretisch natürlich... Oh, das sind aber noch Privatfahrzeuge. Die müssten eigentlich verschwinden. Ich das hier kille, genau. Wenn da jetzt ein Lastwagen gestanden wäre, hätten wir ein Problem gehabt. Dass wir hier nochmal eine Unterführung machen, das wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber das machen wir morgen. Wir haben die Folge schon rum, wir haben viel mit Booten gespielt. Ich würde sagen, ja, dann lassen wir das mal für heute. Machen morgen weiter, bauen hier weiter und gucken dann, ob wir hier nochmal eine von diesen schönen Unterführungen machen. Habe ich vorher Kreuzung gesagt? Ich meinte eine Unterführung. So wie wir schon mal eine gebaut haben. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder um dieselbe Zeit auf dem gleichen Kanal hier bei Heisenberg Zock. Danke, bis dann. Tschüss.